Und damit herzlich willkommen zurück zu Borderlines, wie Kirschi sagen würde, mit dem Freddy, dem Kirschi und dem Wischi. Und wir müssen jetzt einen Elementar-Artefakt finden. Ein Elementar-Artefakt. 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 Wir haben einfach noch ein bisschen rumgepimmelt und ich habe eine neue Waffe. Für die wir alle zusammenlegen mussten. Ja, ja, die hat 39.000 gekostet und ich hatte zu wenig Geld. Und ich habe jetzt auch nur noch. Aua. Ich habe jetzt auch nur irgendwie 3000. Ist dein Ernst? Du bist zweimal in mich reingefahren. Ich bin um dich rumgefahren. Das eine Mal bin ich in dich reingefahren, das andere Mal bist du mich rumgefahren, hast mich damit blockiert. Was soll denn das? Ich habe dich nicht blockiert, ich bin um dich rumgefahren. Boah, ich verprügel mich gleich so doll, dass du verprügelt wirst. Ich finde es übrigens extrem nervig, dass man mit dem Geschütz nicht zielen kann. Oh shit, man kann mit dem Geschütz zielen. Oh, einer. Nicht ranzoomen. Da hier? What the fuck? Jack Snyder hat Psycho hat sich festgebuggt. Ich hab mich auch festgebuggt. Ich kann nicht schießen. Alter, hat ja auch viel Leben. Ich komm mal. Hab! Ja, 40 HP, ich schieße hinter mir irgendwo da. Links. Oh, scheiße. Ich kann noch nicht schießen. Ich töte den Schläger, er ist fast tot. Ich kann nicht schießen. Ich belebe mich gerade wieder. Ja, ja, danke. Ich weiß nur nicht, warum ich mich nicht schießen konnte. Ich hing in der Ansicht von hinten fest. und konnte nicht schießen. Einfach so. Der Knall Psycho ist übrigens ziemlich stark. Hör auf, wegzurennen! Du machst einen fickter Pisser. KS. Meiner. KSO. Ich hab ihn bekommen. FFFQQQQZ8Y3. Ich verprügel mich gleich so doll, dass es lustig wird. Okay, gefällt mir. Pistole. Nee, auf Instagram gefällt's dir. Oh, stimmt, okay. Ich muss ja hinten stehen bleiben, weil meine Waffe keinen Zielfernrohr mehr hat. What ja, und heck? Selbst mit. Oh, sorry, Kishi. Wollte ich nicht. Was? Hab den Gegner vor dir getötet. OMQ, KS. It doesn't matter. Ey, will er mich verfickt nochmal verarschen? Jedes Mal, wenn du das sagst, habe ich einen Ohrwurm. Kriegst du ihn? Nee. Ich krieg ihn. Ja. Meiner Kishi. Fast gestorben. Soll ich mal draufdrücken? Ich drück mal drauf. Wo drauf? Oh. Spring! Den. Irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl. Okay, wenn da unten was Böses ist, ultet Kirschi rein. Okay, ja, und ich fahr einfach. Ich hab meinen Finger schon fast auf F. Moment, ich muss noch kurz Waffen wechseln. Oh, hi. Öfter hier. Elephant Gun muss ich nehmen und dann. Ich bin so viel besser mit Kimmo und Korn, Alter. Diese Pissers. Also zumindest im echten Leben. Ja, ich auch. Da bin ich auch ganz. Ich war gerade ein bisschen retard. Ah, dieser. Brennende Pisser. Ich hab halt gar nichts. Kirschi, hinter dir ist ein Miniaturschütze. Danke. Oh, ich bin gelevelt. Oh, da ist ein brennender Pisser. Wilder. Was treff ich den Ficker denn jetzt nicht? Der Miniaturschütze lebt noch. Kirschi? Wo? Ja. Alter, ich treff grad gar nicht mehr. Ich musste auch gerade erstmal in Deckung gehen. Ich treffe auch überhaupt nicht mehr. Ich würde erstmal sagen, ich ulte ein bisschen, weil das auch mein Leben wieder auffüllt. Aus dem wirklich die Scheiße aus den Schlägern damit raus. Das Problem ist, wenn du ultest, dass dann der ganze Scheiß Bildschirm vibriert und ich gar nicht mehr zielen kann. Oh. Das ist ein bisschen doof. Scheiße, das raus, guck mal. Triss, Alter. Hab ihn gekrittet. Komm. Das war aber auch mehr ein Luckshot. Ich sehe dann auch gar nichts mehr einfach. So. Wie viel Leben habt ihr eigentlich? Gerade 300. Ahnung. Ich hab gerade 270. Ich meinte insgesamt. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich bin gerade nicht voll, Kishi, sorry. Kann man nicht. 496 habe ich insgesamt. 477 habe ich. Oh, okay. Kishi, hast du 600? 800? 616. Ich bin gut. Ich bin unglaublich gut. Wie sind hier so viele Leichen? Jo, das kommt mir irgendwie bekannt vor dir auch. Ich hab Hunger. Ja. Kosh. Was zum Teufel Koshi. Ist das? Koshi. Richter. Ah, weißt du, wo wir sind? Ich kann nicht ulten. Freddy, hast du eine Ahnung, wo wir sind? Absolut nicht. Vielleicht in der Kammer. Was bist du denn für ein Pissvieh?
Die ficken mich hier gerade ein bisschen hart. Alter, ich gib's auf, ich treffe mit der Scheiße nicht mehr. Ich bin ulten. Ach halt. Also, dass ich nicht treffen kann, schiebe ich auf deinen Server. Und dass du nicht treffen kannst, schiebe ich einfach auf Unfähigkeit. Kann man machen. Fuck, noch einer! Ja! Du kleiner Fischer! Das ist ein was zum Teufel? Macht das komisches Zeug auf meinem Bildschirm? Malt der einfach drauf? Weißt du, da kam er. Du hast ja eben einen Tag gefunden, von dem Tennis gesprochen hast. Ich würde es sicherlich nicht stören, wenn du es behalten würdest, stimmt's? Freddy, du wurdest angegriffen. Ja, egal, ich wollte erstmal das Teil holen. Das ist eine Waffenkiste. Na, lieber eine Waffe. Auch auf meinem Bildschirm zu malen, du Fickviech. Du genauso, das gilt für dich auch. Na, lieber eine Uzi und eine grüne Shotgun. Grüne Shotgun klingt immer gut. So gut. Die Shotgun. Die Uzi ist scheiße, die Shotgun auch. Hab schon nachgeguckt. Wo ist sie? Tot? Oh, ja, Gott, die ist nicht tot. Die ist auch nicht so nice. Haben wir jetzt ein Artefakt-Inventar? Ja, wir haben ein Explosiv-Artefakt. Für mich? Ich glaube, ich mach dir mal. Warte mal, wie steigen die denn? Wieso liegt da so eine geile Shotgun? Weil ich die weggeworfen hatte für ein Ding, für die andere. Aber dann sorry, war die andere weg. Aufgehoben. Hä, hast du wie kein. Hast du nichts verkauft, Kishi? Nee, ich verkaufe nie. Oh, danke. Kishi ist selbst ein Messi in Rollen spielen. Ja, bin ich. Ich auch. Die hier 32x9, 43x11. Ja, die ist definitiv besser. So. Kannst du die haben gerne, wenn du magst. Die hat eine ziemlich hohe Zielgenauigkeit dafür. Ah ja, ich könnte vielleicht mal wieder leveln. Der Typ erinnert mich ein bisschen an den Endgegner aus dem zweiten Teil. Nee, gar nicht, aus dem Zwischengegner. An den Zwischengegner aus dem zweiten Teil. Die welchen beiden Statuetten, die hier stehen. Welchen Zwischengegner denn? Weiß ich gar nicht mehr. Ich gar bevor nicht. Bevor die mehr. Da, ich bin vor dir da. Wollte ich noch nicht verkaufen. Ich bin das letzte da. Soll ich mal was Lustiges zeigen? Wie der Fahrstuhl ohne euch hochfährt? Das ist auch ein Kirschi. Freddy kennt das schon. Ja. Ich wollte eigentlich auch schon direkt drauf laufen und da ich so, na, erstmal verkaufen. Alter, ich bin jetzt schon wieder halb gelevelt. Ich bin beim vierten Strich die Hälfte. Wie spielst du drauf? Ja. Ich hab gerade nicht gesehen, dass du bist runtergesprungen wieder. Ich bin ein paar Sekunden vorher draufgegangen. Ich hab's gesehen, dass du draufgegangen bist, aber ich hab dich dann plötzlich nicht mehr gesehen. Ich dachte, du bist warte mal, Wortwitz. Draufgegangen, verstehst du? Oh nein, nein, nein! Oh. Da ist ein Loch, da kommen wir nicht rein. Schnitzel, Jagd, Revolver, wollen wir das machen? Ja. Wurscht. Hab schon mal umgepackt. Oh. Hoyo. Hoyo. Das ist immer so schön, während dem Fahren einfach zu wechseln. Ja, finde ich auch super. Ich hab nichts mehr zu trinken. Ja, Tanke. Tanke, hat er recht. Kann man nicht reinfahren? Schade. Muss reinklettern. Kommen wir hier rein? Du wärst dünn genug. Oh. Moment, da kann man doch bestimmt hier über den Berg da hoch, wo Kirschi gerade hochläuft, ne? Ja. Ich suche dann nach den Teilen für den Revolver. Was bist du denn? Ach, ich hab das Revolvervisier. Ich hab den Revolverkörper. Das Gehäuse. Ventile geschlossen, 2 von 3. Okay, von hier sonst noch jemand welche Teile von Revolver? Ich sehe gerade keine mehr. Ja, hier kann man fliegen. Ja, das ist einfach das ist so ein Location? Bereich. Okay. Ja, ja, hier oben ist noch eins. Karte einfach unglaublich. Hab's einfach geholt. Ich weiß nicht, ob was ich machen sollte. Und wo ist der Lauf? In dir, in deinem Arsch. Mm. Oh ja. Inside your anus. I like it. Ah.
Freddy, do things. Wieso ich? Du bist dran. Weil du der Aufklärer bist. Nein, bin ich ja eben nicht. Das darf ja nicht mehr sein. Doch, du bist jetzt bist du der Aufklärer. Du darfst aber von außen darfst du aufklären durchaus. Das Recht habe ich dir niemals genommen. Aber wenn ich mich auf einer erhöhten Position positioniere, ist dann falsch. Habe ich nie behauptet. Doch, hast du gesagt. Nein, du sollst mir nicht immer vorrennen und hinten bleiben. Wenn die erhöhte Position hinten ist, ist das überhaupt kein Problem. Ja, ich hätte aus dem anderen Winkel nicht schießen können, also bin ich so weit hinten wie möglich gewesen. Ja, aber nicht weit hinten genug. Ja, weil ihr einfach nicht schnell genug vorrennt. Wo ist denn dieses scheiß Vollfalllauf? Es kommt ja auch nicht auf Geschwindigkeit an. Sondern Überlegenheit dem Feind. Oh mein Gott, was ist das denn? Der Revolver raus, würde ich sagen, ja. Wo war's? Ah. Hier. Hey, da hab ich reingeguckt, da war's bei. Kirschi, das ist nicht unser Auto. Kirschi, why you do this? Ach, stimmt, sorry, ich hab jetzt gerade auf die Farbe geguckt gehabt. Ich dachte so, schwarz, meins, und dann ist mir eingefallen, nee, rot. Was haben wir noch so auf Quest gerade? Ja, Nutten Pink gibt's leider nicht. Okay, ich stelle mich mal hinten an. Die Torschreck von Pandora, Skitis getötet, Ventil geschlossen. Lass das hier noch erst fertig machen. Das ist da oben. Oh, ich hab mir das erst gekriegt. Dass du morgen nicht arbeiten musst? Ja. GG. GG easy. Er schreibt mir einfach ganz genau die gleiche Nachricht wie einen Abend vorher. Aber ganz genau. Ob der weiß, wie man Copy-Paste macht? Ich glaube nicht. Ach, der Pisser. Du Pisser. Oh shit, oh shit, oh shit. Pisser. Hier, schon willst du reinhalten? Ja, erlaubt es mir auch. Was ist denn da? Alles. Kann ich, wie wir das noch mit dem nicht reinrennen? Du warst doch, was mir komplett egal. Verdammt. Freddy, wie war das nochmal mit dem nicht reinrushen? Oh mein Gott, Alter, ist mal ernsthaft, kannst du nicht verlassen mit dem nicht reinlaufen, ich spiel so wie ich's mache, okay? Ja, aber von uns kann die. Oh, du bist hier, okay. Hast du eigentlich. Ich geh schon immer in Deck und dann, wenn irgendwas von der Seite kommt, weil ich gerade mir das Loot angucken will und weil ich gucken wollte, was ich gerade zerschossen hab, dann passiert auch mal, dass ich sterbe. Ich hab euch ja auch immer, wenn ihr irgendwo da tot rumliegt. Ja, aber dann guckt ihr doch einfach nicht das Loot an im Kampf. Ich guck das aber immer an. Ja, und ich bin hier extra wieder nach hinten gerannt. Weil das war so der hintere Teil der Map, wo ich auch noch ein bisschen so snipen hätte können hinter der Deckung. Aber nein, das ist ja auch wieder falsch. Shield. Vor allem mit meiner Sniper, die ich jetzt gerade habe, diese Elefantenwaffe, ist das wirklich für den Arsch, von hinten zu snipen. Explosive Longbow. Das sind Granaten, die sich nach vorne porten. Ja, Freddy, cool, nur nicht den Sniper. Ich finde die Elefanten-Sniper echt hammermäßig. Die ist nicht so geil, aber sie macht halt Schaden. Ja, und sie ist saumäßig genau. Ich hab geräubst. Ja, so ungenau ist sie eigentlich nicht. Ich glaube, die hat so 6 und, die hat so 98,3. Ich hab doch gesagt, die ist unglaublich genau. Ja, ich hab verstanden, die ist ziemlich ungenau. Nein, die ist Freddy, unglaublich genau. Achso, da muss man gleich hin, wir müssen noch da oben. Ich meinte, warum hast du mein Auto weggeschoben? Weiß ich nicht, bin gefallen. Ich fall gleich mal auf dein Auto. Andy, wieso hast du mein Auto weggeschoben? Bin gefallen. That makes sense. Ich helf dir mal da drin zu parken. Was versucht ihr denn da? Ich will ihn da drinnen. Ja, aber was versucht Freddy da? Ich hab keine Ahnung. Null. Okay, also ich kann ihn da nicht reinparken, schade. Freddy, how about mit uns reden? Hä? Nee, der ist ein Einzelspieler, als ob der mit uns reden würde. Ja, Freddy ist wirklich nicht so ein Teamplayer. Ja, der spielt immer Singleplayer, auch Multiplayer. Kirschi, was machst du da? Ich versuche mich auf den. Warte, ich hau dich da raus. Ja, ich frag mich, was ihr da macht. Ich hab die Quest angemacht und dann habe ich gesagt, Ventile schließen. Und dann habe ich ja geguckt, waren wir gerade an der falschen Stelle. Hab ich gerade Benzintanks zerstört für eine andere Quest. Und dann bin ich einfach reingelaufen und hab die Quest fertig gemacht. Ja, aber how about mit uns reden und nicht einfach nur hier hinfahren, Kirschi fährt dir nach, macht Scheiße mit deinem Auto und du machst auf einmal eine Quest fertig. Tja, was soll ich sagen? Ja, jetzt kommt damit alle rein. Ja. Du kannst ja auch einfach sagen, dass du schnell eine andere Quest machst, weil wir wissen darüber überhaupt nicht Bescheid. Nein, das ist ja die. Ich hab die Quest eben gerade angemacht. Ja, du hättest doch wenigstens sagen können. So?
Hier jetzt schnell reingehen und das Ventil schließen. Ja, wenn ich doch sonst vorher in die Quest gesagt habe, dann habt ihr draußen weiter rumgespielt mit dem Auto und ich habe dann die Quest gemacht. Ja, aber dann hast du es uns wenigstens gesagt. Ja, aber es ist einfach so... Wenigstens die Information. Ja, die Information hätten wir schon ganz gerne. Redeen? Redeen kann ich gut, vor allem mit dem Mund. Ich hoffe, jemand versteht die Anspielung. Danke, jetzt kann ich meine Taschentücher wieder ins Geschäft aufnehmen. Jetzt muss ich nur noch ein paar Papiere für Helene Pierce, nicht Helene, Helena Pierce. Freddy, sprich's richtig aus. Helena Pierce. Nein, Helena heißt die. Und nein, die Helena. Kennen wir noch. Nein. Doch, aus Borderlands 2. Sag mir nichts gerade. Erste Stadt, die Audiologs, die man finden muss. Ach, das ist die? Das ist Helena Pierce. Okay. Sie kann ziemlich hartnäckig sein, wenn es um ihre verdammten Brandschutzbestimmungen geht. So, haben wir auch fertig. 6000 Erfahrung. Schlüssel-Revolver, großartig. Hier ist ein Revolver. Er ist so gut wie neu. Okay. Der ist sogar ganz gut. Also ein Feuerrevolver. Ach, man kann ihn ja nicht im Auto angucken. Oh, warum man sein Inventar nicht im Auto öffnen kann, ist so ein Scheiß. Glaubst du, ich komme da rein? Nein, Kirschi. Schade. Wie heißt denn der Desert-Revolver? Weiß ich nicht, mal das Auto gestiegen. Weil einen anderen habe ich nicht. Und der so, ist ich habe schon mal eine Quest angemacht, die heißt Skitiz töten. Das heißt, wir töten Skitiz. Okay. Kirschi, das ist jetzt nicht dein Ernst. Wir töten Skitiz, wenn ich hier rauskomme. Ja. Ja. Hab's geschafft. So, die letzte Skitiz habe ich hier irgendwo gesehen. Okay, das ist Mad Mel. Ich kenne ihn. Lizieren wohl nicht. Der hat mir meine ganzen Karren geklaut und diesen Pennern verschabelt. Hey, grüß ihn von Scooter. Und damit meine ich, leg dem Mistkerl das Handwerk, ja? Was? Zählen wohl nicht. Warum zählt das nicht? Das sind Skitiz. Vielleicht müssen wir anders Skitiz töten, die da hinten angezeigt werden. Ja, ich denke mal. Posse, Bro. Danke. Bitte. Ich hasse, dass ich nur so einen scheiß Booster habe und dass ich so richtig langsam auflädt. Ja, schon ein bisschen doof. Hallo? Fahr einfach drüber. Das zählt, cool. Die zählen. Dann machen wir das doch so. Easy. Easy ja, Mode. Die Mission heißt doch irgendwie, Moment, ich guck schnell. Überfahren? Die Todesstrecke von Pandora. Ah. Dash ergibt Sinn. Dash nicht dumm, ey. Weißt du? Dem hat nicht schon Steine ins Kopf drin. Na, das. Intelligent. 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 Ih, das fliegt! Was sind das für Fickviecher, ey? So Raupen. Irgendwas stimmt übrigens mit unserem Auto nicht. So. Ja, weil du die ganze Zeit über die Explosionsviecher fährst. Oh. Idiot. Ein knallharter Gitz-Gitit. Na da. Der ist ja süß. Bin gefallen. Ja, töte den Wichser doch. Ach, Freddy hat ihn getötet. Also. Ja. Ja, ich dachte, du hältst ihn eigentlich. Oh, ja, super. Danke. Ach ja, das waren ja die Viecher, die total einfach zu messern sind. Nein, das waren die Wurmviecher. Nein, die hier auch. Die sterben One-Hit. Ich wechsle mal auf eine Waffe mit, die nicht so wichtig ist. Selbst der knallharte Feuerskit-Schleim ist übertrieben einfach damit. Noch nächstes Level. Was habe ich da aufgesammelt? Habe ich das überhaupt aufgesammelt? Ich habe es aufgesammelt. Ich glaube nicht. Gut. Ich habe schon wieder 13k einfach. Ich habe 47k. Ich habe... keine Ahnung. Über meinen finanziellen Status. Also wie im echten Leben. Nee, im echten Leben weiß ich, dass ich arm bin. So, ich denke, du hast Work. Ich denke, du hast Work. Ja. Ich habe auch Microsoft Word, aber das bringt halt nicht so viel. Nicht? Ich bin jedenfalls nicht in der Mittelschicht. Ja, aber du machst doch maximal pigmentiert. Ja, trotzdem. Was? Alter, wenn ich nur maximal pigmentiert machen würde, dann wäre ich so richtiger Rich Nigger. Ja, gut, aber ich sehe es jetzt nicht als Rich Nigger, wenn ich 800 bis 1000 Duplonen pro Monat krieg.
Ja, das ist ja auch nicht so viel, aber ich meine so. Gut, du arbeitest nicht jeden Tag. Ja, ja, genau. Und der Timer ging halt gerade. Und ich Vollzeit. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao. Haut rein, tschüss. Tschüss. Wollen wir noch einen aufnehmen? Ich töte hier gerade noch. Ich bin noch ein Part. So. Also, so, jetzt bin ich gelevelt, jetzt kann ich aufhören. Tschüss. Oder, ach komm, wir besiegen hier noch die Ficker. 2500 Crit! Alter! Nee, nicht mal Crit, einfacher Schaden! Alter, ist die Waffe gut. Alter, was ist los mit den Viechern? Die wollen mich nicht in Ruhe lassen. Freddy? Aua. Die Elefanten-Sniper macht bei denen 2000 Schaden. Ja, die habe ich auch gut von oben gesnipert bekommen, aber gegen die Psychos würde ich mit der Elefantensniper voll von Arsch. Okay. Was ist das hier eigentlich? Dann sieht man sich auch bei meinem Part das nächste Mal wieder und haut rein. Tschüss. Tschüss.